Moin Leute, willkommen bei Heidebreaks. Ja, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare unter dem 100 Abo Special Video. 21 Kommentare lese ich hier gerade, gut, ein paar habe ich geantwortet. Allerdings haben nur 4, die macht es mit uns in die Kommentare geschrieben. Und genau, da losen wir doch jetzt mal aus, wer den Clone Trooper bekommt. Ich habe hier einfach so einen kleinen Pappbecher und habe mir die Namen dann schon mal aufgeschrieben. Das ist einmal der Dark Lord 9107. Ich klappe das so ein bisschen einfach zusammen. Kommt der da rein. Dann haben wir einmal den Kollegen von Stapelbricks. Dann Brixby. Bies, der liebe Briccarino aus Österreich. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob er seine 100 Abos auch schon hat. Wir sind da ja ungefähr so ein bisschen gleich. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Ich verlinke euch den Kanal nochmal. Der hat gerade ein richtig, richtig cooles Konvolut gekriegt. Mit richtig coolen alten Star Wars Figuren. Ja, sehr netter Kontakt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ja, dann haben wir den BMS Lego Welt. Der hat auch kommentiert. Und das war's dann auch schon. Die 4 haben nur kommentiert mit dem Schlagwort. Die macht es mit uns. Die ganzen anderen Kollegen, ich weiß nicht, ob ich es nicht richtig habe ich es nicht richtig ausgedrückt oder so. Ich dachte, die anderen schreiben es auch nochmal mit rein. Oh, ich sehe gerade Brick Snuggery. Der hat das auch noch. Oh ja. Aber egal, die macht es mit uns, hat er reingeschrieben. Den. Packen wir auf jeden Fall auch nochmal mit rein. Nicht, dass er schon genug Minifiguren hätte, ne? Aber das freut uns doch. Da machen wir doch nochmal mit. So, jetzt Leute, jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Ich drehe euch mal ein bisschen. Da muss ich nochmal kurz durchgucken. Nicht, dass ich hier doch nochmal einen vergessen habe. Der liebe Julian, der hat es nicht geschrieben. Dark Lord haben wir drin. Rudi. Rock'n'Roll, mach weiter so, danke dir. Der Mümü klemmt. Der liebe Lars. Gratulation vom lieben John, danke, danke. Brick Labor hat auch leider nicht mitgemacht. Oh. Und BMS Lego Welt. Gut, dann haben wir auf jeden Fall alle zusammen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte das gedreht, ne? Sollen wir nochmal rücken? Nein, das passt, glaube ich, so schon. So, ich wühle einfach mal so ein bisschen durch. Und ziehe mir einen raus. Und Darklord 9107. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dir würde ich das gerne zukommen lassen. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ich hoffe, du siehst das und meldest dich irgendwie nochmal bei mir. Leute, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Aber wie ihr wisst, ne, das ist wieder live hier bei Heidebricks. Keine Ahnung, wie man über YouTube mit jemandem in Kontakt tritt. Aber das kriegen wir raus. Oder? Darklord, ich versuche auf jeden Fall, mich bei dir zu melden. Und dann lasse ich dir das Ding hier zukommen. Dein Aufkleber ist schon drauf. Ja, vielen lieben Dank. Im Hintergrund sieht man es vielleicht so ein bisschen, ne? Ein bisschen habe ich schon nach oben korrigiert. Jo, so, ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen, kann ich euch noch mal einmal hier rausnehmen aus der Halterung. Jo, da habe ich das mal eben abgebrochen, weil die Lotte aufgewacht ist. Was ich sagen wollte war, dass ich die Reviews vorbereiten will für die Set oder jetzt gleich noch Reviews drehen werde. Und hier habe ich mir nicht den anderen Zug aus diesem 8 Kilo Konvolut. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen schon mal. Kleiner Teaser. Ist das schöne Ding. Schöne 9 Volt Technik. Leider fehlten ja die Schienen, aber ansonsten eine Minifigur fehlt. Und ansonsten ist das Ding eigentlich komplett. Jo. Dann würde ich sagen, filme ich den Kram mal ab. Und vielleicht den Bagger auch gleich. Dann haben wir das auch erledigt. Und hier die Geschichte auch. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ich denke mal, heute ist ja Dienstag.
Ich lade das morgen früh hoch, das Video hier, und dann gibt es vielleicht Donnerstag gleich schon ein Review. Also Leute, schönen Tag euch. Haut rein, ciao, ciao. So Leute, nochmal zur Kontaktaufnahme. Also hier oben in meinen Kanalinfos habe ich jetzt die E-Mail-Adresse mit angegeben. Hatte ich vorher tatsächlich nicht. Darüber erreicht ihr mich jetzt. Und ja, lieber Dark Lord, melde dich doch einfach einmal. Und dann schicke ich dir das Ding zu. Jetzt aber, haut rein. Tschüss.